Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im Besucherzentrum auf der Insel. Wir werden in dieser Folge sehen, dass wir unseren Aufgaben etwas nachgehen und uns vorbereiten auf die nächste Aufgabe. Erstmal. Die Kinder des Atoms sind gefährdet. Die nächste Aufgabe wäre damit also. Decke Dimas geheime. Nein, das machen wir nicht. Entschuldigung, wir beschaffen den Code für den Todmann-Schalter des Windparks. Genau das wollen wir tun, nachdem wir uns etwas gestärkt haben und ein paar Sachen abgelegt haben. Ich vertraue ihm nicht. Und dabei fällt mir ein, vielleicht machen wir das gar nicht. In der Beschreibung steht ja was ganz anderes zu diesem Video, denke ich mal, später. Wir werden viel eher einmal zurückkehren müssen nach Pinecrest, zur Höhle von Pinecrest. Denn bei der Bearbeitung des Videos ist mir aufgefallen, wir haben ja gute Sachen dort abgelegt, die wir eigentlich gar nicht dort ablegen sollten und wollten. Ja, die werden wir uns erstmal wiederholen. Und des Mutantentöters Zündrüstung nehmen wir vielleicht noch mit. Auf das bisschen Gewicht kommt es dann auch nicht mehr an. Wir werden sowieso überladen zurückkehren. Nur die Geschwindigkeit sollten wir ein bisschen beibehalten. Das haben wir hier mit der Recon Marine, rechte Armrüstung. Und mit dem Dreispitz des Kapitäns. Ja, das sollte so passen. Nur an Lebensmitteln, an Hilfsmitteln, da sollten wir ein bisschen was ablegen können hier, um uns etwas zu erleichtern. Und ich frage mich, ob wir diese... Oh, das ist doch radioaktiv. Ja, dann frage ich mich, ob wir diese nicht radioaktiven Sachen hier... Na, das nicht. Blanco MacNGs zweimal, ob wir das nicht vielleicht auch irgendwo gesondert hinlegen sollten, da es ja nicht radioaktiv ist. Wann haben wir sowas schon mal gefunden? Ziemlich selten. Auch hier Fancy Let's Kuchen. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Köderkraut, ja, das kann auch hier rein. Die Köterkeule, vielleicht sollten wir davon noch ein paar mitnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, die Panzer abzulegen von den Meyerlooks. Die ja doch gar nicht so schlecht wiegen mit 2 Pfund pro Stück. Ich glaube, so 2-3 Stück sollten wir mitgebracht haben von unserer letzten Reise. Was kann ein X-Cell? Das haben wir so selten gefunden. Es bringt jeweils 2, und zwar Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit, Glück und hat ein Gewicht von nur 0,1. Da sollten wir unbedingt mal sehen, ob wir ein Rezept irgendwo haben, ob wir so etwas nicht auch herstellen können. Das ist ja doch ein gar nicht so schlechtes Teil. Jaugwai-Rippchen. Ziemlich schwer. Nehmen wir nicht beide mit. Wolfsrippchen sind da schon interessanter. Für die Nachtsicht. Wie heißt das? Meyerlurk-Panzer? Ja, da sind sie. 2 Pfund das Stück. Ja, und es liegt ja unter diverses, diese verbrannten Bücher zum Beispiel. Von daher bin ich noch nicht so ganz sicher, was man damit machen kann. Eine Haarklammerbox hat Gewicht mit Mal. Wie kommt das denn? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, Haarklammern seien ohne Gewicht.
Sind sie auch, aber die Box schon. Also legen wir die Box doch mal ab für später. Und vielleicht, ja, Haarklammern wiegen ja nichts. Aber wir legen uns ja immer ganz gerne so einen Vorrat an. Für schlechte Zeiten, schaden kann es ja nicht. Der Schrott ist schon weg. Oh, Munition werden wir noch einiges benötigen. Das heißt, die 10 mm weniger, wahrscheinlich eher die 556 mm Patronen. Und das war's dann schon. Das heißt, die Handgranate kommt, die Splittergranate kommt auch noch woanders hin. Und wieder haben wir einen Tag überlebt. Man muss sich immer jeden Tag aufs Neue stellen. Ja, wird denn hier schon verkauft, so früh am Morgen? Ja, das lobe ich mir doch hier auf den... Nee, hier sind keine Verkäufer. Ups. Gleich an den Ventilator, Deckenventilator gesprungen, da mit dem Kopf. Ja, die Geschäfte sind auf jeden Fall alle zugewiesen. Da ist überall jemand zugewiesen, es wird hell. Na gut, gleich sollten die Leute anfangen zu handeln hier. Wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Nein, eigentlich wollte ich wissen, um was für Probleme es sich dabei handelt. Aber vernünftig, die Siedler haben hier schon mal bessere Waffen als im Commonwealth. Naja, es sind immer noch Impro-Gewehre. Wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Könnte ich tun, wenn ich wüsste, was los ist. Jeden Tag verlässt ein neuer Harbor-Bewohner die Insel. Aber nicht in unserer Siedlung. Ist das ein Pip-Boy? Ja. Von den Dingern habe ich gehört. Ich auch. Was machen wir denn jetzt? Wir haben nur das, was sie bei sich tragen. Ja, genau. Wir brauchen, ja, Verpflegung werden wir nicht sehr viel brauchen. Geschlafen haben wir, obwohl wir sollten uns noch mal ganz kurz hinlegen, bevor wir aufbrechen, damit wir nicht noch mal hier den ganzen Kram ablegen müssen. Trinken und essen sollten wir, aber dennoch zum Arzt. Naja, zum Arzt gehen wir später. Und ein bisschen mehr von diesem... Das machen wir jetzt vielleicht doch mal. Ein bisschen mehr von diesem Klingenkorn sollten wir mal anpflanzen. Ja, was haben wir denn da wohl für ein Teil vergessen? Für das wir jetzt unbedingt zurück wollen? Wir werden es sehen. In dieser Folge werden wir es noch herausfinden, ob es überhaupt noch da ist. Es kann ja auch sein, dass da schon wieder irgendetwas gespawnt ist. Und dass deswegen die Kiste jetzt mittlerweile leer ist. Das kann natürlich alles sein. Fangen wir mal hier ganz hinten an mit dem Klingenkorn. Oh, so viele Siedler haben wir doch gar nicht, die sich dann darum kümmern. Na egal, sieht ja auch hübsch aus hier an der Wand. Apropos Wand und hübsch aussehen. Dann nehmen wir doch auch mal ein paar große Teile. Aha, dann passen ja nicht so viel hin. Ja, das sieht zwar hübsch aus, aber wenn die drei Teile mehr bringen würden oder so, dann wäre das ganz gut. Aber so. Da kümmert sich nie im Leben einer drum. Ja doch, was können Siedler eigentlich? Wir haben das mal ausprobiert, dann habe ich aber in Wiki was ganz anderes gelesen, als wir rausgefunden haben. Wir hatten nämlich irgendwas mit... Ein Siedler kann drei Pflanzen und eine Wache kann drei Wachposten. So hatten wir das in der Vergangenheit mal getestet und herausgefunden. Ich meine aber in Fallout Wiki steht, dass Siedler sechs Pflanzen machen können, außer von den Mutabären. Von den Mutabären in der Tat nur drei, wenn ich mich nicht täusche, oder vier. Aber von den anderen Pflanzen durchaus sechs, was ja uns ganz zugute kommt. Ja, wie viel haben wir jetzt da angebaut? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Zwei haben wir hier, vier haben wir hier, sechs haben wir hier, acht, no, so zehn, elf, zwölf, höchstens zwölf werden das hier sein, neue. Also bräuchten wir zwei Siedler dafür. Die müssen erstmal kommen, aber wir können ja hier noch Zuwachs mit Zuwachs rechnen in dieser Siedlung.
Ja, dann bleibt doch nur noch ein bisschen was zu essen. Ich bin erstaunt, wie schnell hier die Zeit immer vorbeigeht. Wir haben schon 10 Minuten um. Das heißt, wir wollen was essen und wir riskieren es jetzt einfach mal, mit weniger Munition loszuziehen. Hatten wir keine Köterkeule? Ja, doch, hatten wir. Und wir sind gut genährt. Die Ermüdung hat uns. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn wir sind eigentlich gut ausgeruht. Zumindest sind wir gut angezogen und können schnell rennen. Und das machen wir jetzt auch. Auf zur Höhle von Pinecrest oder Pinecrest Höhle. Dazu sollten wir natürlich mal auf die Karte gucken. Was für eine Frage. Also wenn wir diesem Weg hier folgen und uns dann gleich an der Gabelung hier links halten, also das ist rechts, also das ist hier links, aber von uns aus gesehen wird das hier rechts sein. Wenn wir uns dann links also halten, über so einen kleinen Bach rüberschwimmen, na, hier ist das Flugzeug, wo Ericsson wohnt, und dann sind wir eigentlich schon fast da. Das ist gar nicht so weit. Wir können auch direkt zum Flugzeug, werden wir wahrscheinlich, ach, das wird die Brücke sein hier, denke ich mal. Ja, okay. Ja, dann ist ja alles gut. Hier ist die Gabelung. Links rum. Moment mal, sollen wir wirklich links oder sollen wir nicht mal rechts? Ja, aber rechts kommen wir doch nicht ans Ziel. Nur weil uns danach ist. Oder wir könnten querfeldein hier und dann finden wir es nie. Halten wir uns an den Weg. Das ist nicht das Commonwealth. Aber wenn wir uns immer an den Weg halten, werden wir uns hier nie zurechtfinden. Wir sollten später jeden Baum und jeden Zweig und jedes Eichhörnchen hier... Moment, da haben wir es schon. Sollten wir kennen, später mal. Ja, schöne Brücke. Wo ist der Fluss? Ich denke, hier sollte ein Fluss sein. Ist das die Stelle, an der... Der Fluss ist... Nein, noch lange nicht. Der liegt noch vor uns. Dann ist es wahrscheinlich das, was wir als Sumpf ansehen. Mehr dieses verstrahlte Ding um das Flugzeug. Oder vor dem Flugzeug hier jetzt gleich. Mal sehen, ob wir den Weg dahinter dann wieder finden. Und vor allem, wir müssen ja nicht den ganzen Weg nehmen. Na, sollen wir hier schon wieder einkaufen? Auf dem Rückweg, auf dem Rückweg. Wir werden sowieso überladen sein. Ja, das ist doch fast richtig. Wenn wir jetzt hier diesen Weg nehmen, sollten wir eigentlich zum Ziel kommen. Da sehen wir schon die Höhle. Ja, und wir können natürlich jetzt, wenn wir von dieser Seite wieder kommen... Oh, das ist ein Nebel hier. Nicht gut. Ja, wenn wir von der Seite kommen, dann sollten wir auch die Sachen aus der Kochstation wieder mitnehmen können. Das sind nur Steine hier. Das ist ja überhaupt nichts Gutes für uns. Hier ist schon der Höhleneingang. Wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? Das ist der Hintereingang. Ah, ich verstehe. Und dann sind wir ja das Loch nicht wieder hochgekommen. Und hier gibt es überhaupt nicht so viel zu sehen. Wir sind viel zu schnell hier mit den Sachen. Irgendwie sind wir anders gelaufen beim letzten Mal, als wir hier waren. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht diesmal wieder von der anderen Seite reinkommen. Wie gesagt, wir haben ja in der Kochstation auch noch ein paar Sachen. Und wenn wir sowieso schon überladen sind gleich, dann können wir die doch auch gleich mitnehmen. Das heißt, wenn wir hier rumkommen... Oh, hoppala. Das war keine gute Idee jetzt, oder? Aber etwas Fäule können wir doch immer mitnehmen. Okay. Fäule. Ja, wir sind irgendwie von oben gekommen und haben dann hier irgendwo das Haus entdeckt. So war das doch. Oh, da müssen wir ja noch ein ganzes Stück. Hier sind wir nämlich hin. Da müssen wir ja noch ein ganzes Stück hier über diesen Berg kommen. Ah, das werden wir schon schaffen.
wenn wir jemals hochkommen und nicht abrutschen. Okay. Ja, wunderbar. Oh, was ist das? Ich dachte, das wäre schon wieder ein dickes Huhn. Das war nur ein Baum. Wir sind so schnell. Wir sollten doch schon davor stehen. Ach Quatsch, noch lange nicht. Die Richtung stimmt aber jetzt, ja. Hier oben immer schön entlang. Also wir können ja jetzt nicht alle 5 Meter auf die Karte gucken, aber wir gehen direkt drauf zu. Interessante Bäume hier. Ja, wie schön. Da ist es doch. Kommen wir auch hier runter, ohne uns zu verletzen? Ja, das schaffen wir gerade so. Ja, in der Höhle drin dürfte eigentlich keine Kreatur mehr auf uns lauern. Das heißt, wir brauchen hier nicht unbedingt zu schlafen, aber schön zu wissen, dass man hier schlafen könnte, wenn man wollte. Das ist ganz gut. Und hier sind doch die ersten Sachen. Ja, immer noch gelagert. Das beruhigt mich schon mal, dass... Da kann man doch hoffen, dass die anderen Sachen auch noch da sind. Genau, das Gewehr war ja so schlecht hier auch nicht. Vor allem hat es einen ganz guten Wert, wobei ich glaube, wir werden die Sachen mit Sternen niemals verkaufen. Die werden wir lieber unseren Siedlern schenken und gucken, was passiert. Wir nehmen das mal alles hier mit. Ja, und wie man sieht, die Leichen sind schon alle verschwunden. Die hier lagen, die Fallenstellerleichen. Hat sich da was bewegt oder war das nur ein fallendes Blatt? Was haben die eigentlich für Zeichen, diese Fallensteller? Gar keins. Neutral. Die weiße Flagge sozusagen. Oh ja, wir sollten uns dann beeilen, da wir überladen sind und naja, wir werden sowieso 1-2 Stimpaks für den Rückweg nehmen müssen. Aber wir müssen ja nicht trödeln jetzt unbedingt so lange. Wir brauchen ja nur rein. Gott, das war ein Vogel. Krähe. Okay, wir müssen nur rein, durch und ja, jetzt können wir alles mitnehmen, was wir hier auf dem Weg finden. Wir dachten ja, wir lassen das alles liegen für den Rückweg. Doch diesmal nehmen wir mit, was wir nicht mehr tragen können. Wow. Das wird eine abenteuerliche Geschichte hier. Ja, mit dieser Überladenseinheit. Sind wir eigentlich... Wir sind links gegangen, das weiß ich. Hier rechts, warum sind wir hier nicht gegangen? Ja, weil das hier ziemlich... Das sieht gruselig aus hier. Kein Widerstand, sagte ich, aber es waren Fallensteller. Sie haben noch Fallen dagelassen für uns. Schöne Grüße aus dem Jenseits, oder wie sagt man? Oh. Ja, so möchte ich ja nicht eines Tages senden. Also hier irgendwo im Matsch drin. Ah, da kann ich mir Schöneres vorstellen. Den Stuhl können wir wie immer nicht mitnehmen, aber ein paar Knochen, denke ich immer. Ah ja, die sind zu tief im Matsch. Ah ja, so viele schöne Sachen haben wir noch gesagt und wir konnten nichts mitnehmen. Was ist mit den Kerzen? Keine Kerzen für uns. Ja. Ja, ja, das wird da, wo das Gewicht herkommt, da wird es noch mehr davon geben. Das war das leuchtende, leuchtende Wasser. Genau. Nichts übersehen hier. Oh, da liegt sogar noch einer. Einer. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier auf der Insel ausschließlich Männerfallensteller gibt. Ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern, ob wir hier schon mal eine Frau gefunden haben. Bis jetzt sieht es nur nach männlichen Fallenstellern aus. Ich hoffe, wir haben genug Zeug mit Öl. Öl in seiner reinsten Form.
Ja, war's das denn? Nein. Die Schaufel, natürlich nehmen wir die auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja, vielleicht finden wir ja sogar noch ein paar Fallensteller. Ja. Alles unser jetzt. Also, wir sind hier rein. Durch diese Tür hier. Und haben dann ordentlich Fallensteller hier erwischt. Aber da lag nur noch einer. Naja, die anderen sind schon wieder despawned. Denke ich. Sonst hätten sie ja noch da. Sonst wären sie noch da gewesen. Oh, so viele Bierflaschen, das ist doch ganz gut. Jo, aber ansonsten auch nichts Nennenswertes hier drin, sage ich mal. Nichts wirklich Nennenswertes. Einfach nur eine Höhle, die mal besiedelt war von Fallensteller, die jetzt aber alle woanders sind. Okay, da liegt noch die Wirbelsäule. Ja, Knochen sind doch für irgendwas gut. Ich glaube, da kann man auch irgendwie Öl oder sowas draus gewinnen nachher. Allerdings sind die auch sehr schwer. Also unter normalen Umständen, ja, da haben wir es schon. Unter normalen Umständen lohnt es sich wirklich nicht, Knochen mitzunehmen, weil die eben so schwer sind. Andererseits sind sie auch so selten, also... Ja, das muss man dann abwägen. Ja, haben wir denn von hier oben alles? Oben denke ich schon. Und hier auch. Aha. Ja, dann können wir doch mal weiter. Ja, okay, wenn wir jetzt irgendwo mal einen so einen Leuchtpilz hier übersehen haben oder was, das wird... Außerdem werden wir das ja sowieso nie erfahren. Wir werden höchstwahrscheinlich so schnell hier nicht wieder zurückkehren. Moment, Moment. Das kommt mir so bekannt vor hier. Also wir können da lang oder wir können durch diese Tür. Was ist denn mit dieser Tür? Warum ist denn hier überhaupt eine Tür? Ich dachte, das wäre jetzt die Tür. Oh nein. Das ist auch diese Tür. Wir haben uns verlaufen. Jetzt schon. Na gut, jetzt werden wir aber den richtigen Weg gehen. Und zwar hier durch, oder wie war das? Oh Mann, beim letzten Mal hatten wir unseren Marker. Oh, das ist gut. Machete, ja wunderbar. Dankeschön. Ja, finden wir denn die anderen Sachen jetzt nicht mehr, oder wie sehe ich das hier? Sieht fast danach aus. Ah, das sieht doch gut aus. Hier waren wir mit Sicherheit noch nicht. Seltsam. Wir waren doch an der Wanne gerade. An der Badewanne waren wir mit dem leuchtenden Wasser drin. Oder mit dem strahlenden Wasser. Das passt, glaube ich, besser. Oh, das ist aber schön gemacht hier mit dem Loch, Lichtloch da oben. Luftloch. Lichtloch. Guckloch. Aha.
Ja, ist ja schon gut. Was war das jetzt nochmal? Der Kitter Edge Pass? Aha. Ja, fieses Loch, kann ich nur sagen. Und wir müssen da rein. Man weiß nie, was einen da erwartet. Wasser. Oh, wir können schon unsere Flaschen füllen. Na, wir machen das auch direkt mal, denn es könnte ja sein, dass da etwas, dass da ein paar schwere Flaschen dabei sind. Sowas wie die weißen oder roten Flaschen. Genau, das sind wir schon. Wir haben es gleich geschafft. Der hat sich genau da auf das Kühlmittel gelegt. So, und genau hier sollte eigentlich... Tatada, was sollte hier sein? Ist gar nicht hier. Oh, dann müssen wir noch ganz woanders hin. Es hätte da jetzt ein Teil sein sollen. Ein sehr wertvolles Rüstungsteilchen. Mit Stern. Ein Teil, das man... Also wir haben das... Das war erst das zweite Mal, dass wir so ein Teil hier gefunden haben in der ganzen Zeit. Von daher werden wir noch einen ganz anderen Weg gehen müssen. Das war ja dann wohl nichts. Aber ja gut, dann haben wir die Sachen hier wenigstens schon mal abgeholt. Und wir haben das Kryogewehr gerettet mit Stern. Das ist ja auch ganz gut. Jetzt dürfen wir uns nur noch fragen, kommen wir so gut, wie wir hierher gekommen sind, auch wieder zurück? Wir nehmen einfach diesen Weg, ob er richtig ist oder nicht, werden wir dann gleich sehen. Eigentlich müssen wir in diese Richtung mehr. Naja, komm. Wir wollen uns jetzt nicht verlaufen, genau, da wären wir genau in die falsche Richtung gelaufen hier. Gehen wir lieber die richtige, nehmen wir lieber die richtige Richtung. Und werden wir Handel betreiben mit Ericsson oder werden wir... Na, wenn wir den anderen Weg nehmen, in der nächsten Folge werden wir dann vielleicht das schaffen, nochmal bei Ericsson vorbeizuschauen. Ja, das ist ganz in der Nähe. Man sieht es quasi schon von der Höhle aus. Also wären die Berge nicht dazwischen und der Nebel, könnte man das Flugzeug, das abgestürzte Wrack, könnte man dann schon sehen. Ja, wir kaufen jetzt nicht bei Ericsson ein. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich hat er auch gar nichts. Das ist ja noch nicht so lange her, dass wir bei ihm waren. Und das dauert ja doch immer so 2-3 Tage, bis die Händler wieder neue Sachen haben. Ericsson gehört irgendwie mit zu den Händlern, sag ich mal. Ja, damit hatten wir gerechnet. Dafür haben wir doch die Möglichkeit, uns hier kurz hinzusetzen. Aber wie sie sich auch hinsetzt. Ich glaube, jeder andere Mensch hätte sich schon das Steißbein gebrochen dabei. Bei dieser Aktion. Und wir sind natürlich so gespannt auch, was in dem Hotel hier vor uns ist. Wir waren ja schon mal drin, glaube ich, in der Vergangenheit. Und es waren sehr viele Ghule da. Und irgendwie sind wir ziemlich tief reingegangen sogar. Nur um dieses Kiloton-Gewehr mal auszuprobieren. Das ist ja ziemlich stark, haben wir da gesehen, und wir konnten dann gar nicht mehr aufhören, sind immer tiefer reingegangen. Irgendwann hat uns dann aber doch ein Ghoul erwischt. Und das war's dann. Ja, irgendwo muss man ja anfangen und wir nehmen dann eben erstmal die herkömmlichen Wege,
Also wenn wir jetzt ständig einen anderen Weg nehmen würden, so wie wir das gerne im Commonwealth immer tun, dann heißt es nicht unbedingt, dass man sich besser auskennt danach hier. Vielleicht halten wir uns erstmal an die Wege. Ich meine, im Commonwealth haben wir das auch am Anfang gemacht. Ja klar, da sind wir mal sehr gerne Richtung Tucker Memorial Bridge gegangen. Weil es da anfangs noch immer schön Öl gab, Benzinkanister. Auf die hatten wir es nämlich abgesehen dort. Ja, auch mit dem ganzen Schrott, den wir haben, spiele ich schon wieder mit dem Gedanken, ob wir hier nicht noch ein bisschen was basteln könnten an der Siedlung. Ja, zumindest irgendetwas Leuchtendes noch dahinstellen, eine Kerze oder so etwas, damit wir, wenn wir herkommen, eben das schon von Weitem leuchten sehen. Und damit wir eben schneller sind. Ja, wenn ich so auf die Uhr blicke, dann muss ich schon sagen, wir werden in der nächsten Folge hier unseren Kram abladen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Schade, das Rüstungsteil, das wir uns holen wollten, war leider nicht da. Also werden wir in der nächsten Folge nochmal aufbrechen müssen. Wir stellen uns hier mal zu den Brahminen, das passt ganz gut. Und dann darf ich mich jetzt verabschieden. Vielen Dank für euer Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.